Im Land ist erneut ein Streit um Tempolimits für Autobahnen entbrannt. Verkehrsminister Herrmann will auf Teilen der A81 eine Höchstgeschwindigkeit von 130 einführen, um so illegale Autorennen zu verhindern, wie er sagt. CDU und FDP nehmen dem Verkehrsminister diese Begründung nicht ab. FDP-Chef Rülke wirft Herrmann vor, einen Tempolimit-Fetisch durchsetzen zu wollen. Auch in der CDU-Fraktion gibt es Zweifel. Wie schnell soll auf den Autobahnen des Landes gefahren werden dürfen? Diese Frage hat seit jeher Meinungsverschiedenheiten zwischen CDU, FDP und Grünen entfacht. Diese treten im Grundsatz für mehr Tempolimits ein. 2016 waren Pläne von Landesverkehrsminister Winfried Herrmann an rechtlichen Bedenken gescheitert, über ganze Abschnitte der A96 und der A81 ein Tempolimit von 120 zu verfügen, um so Auswirkungen auf Fahrverhalten und Verkehrssicherheit zu testen. Kritiker monierten die Etablierung eines Tempolimits durch die Hintertür. Jetzt entfachen neue Pläne Streit. Herrmann will ein 130er-Limit auf der A81 bei Hegau wegen illegaler Autorennen. Ein Versuch, sich schleichend durchzusetzen, sei dies nicht. Dass wenn zum Beispiel an einer Autobahn häufig Unfälle sind, dann müssen wir aus Sicherheitsgründen Tempolimit machen, wenn das die eigene Maßnahme ist. Und wenn zum Beispiel auf der A81 nachgewiesenermaßen häufig Autorennen stattfindet, die hochriskant sind, und Experten sagen, das kann man unterbinden, indem man da ein Tempolimit einführt, müsse man dies tun. Die FDP-Fraktion hat an dieser Begründung erhebliche Zweifel. Herrmann wolle Tempolimits durchführen, indem er Rennen erfinde, die es gar nicht gäbe. So Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Eine Aussage, die der Verkehrsminister zurückweist. Ich habe eigentlich nicht vor, meiner Verwaltung zu sagen, ihr müsst die Verantwortung nicht wahrnehmen. Da gibt es politische Gründe, das bleiben zu lassen. Zweifel gibt es indessen auch in der CDU-Fraktion. Ein Tempo-130-Schild werde illegale Raser kaum abschrecken, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhardt. Man werde einer solchen Einschränkung nur unter dem Vorbehalt rechtlicher Zulässigkeit zustimmen. Die CDU-Fraktion halte polizeiliche Kontrollen und harte Strafen für Raser für das wesentlich bessere Mittel.